Was ist Liebe? Liebe ist, frei zu sein, ohne über Grenzen zu gehen. Gefangen zu sein, ohne Fesseln zu spüren. Sich geliebt fühlen, ohne Worte. Sterne spüren, ohne danach zu greifen. Einander haben, ohne sich zu sehen. Philipp, meine Oma hat mir immer erzählt, dass sie Opa schon kennt, seitdem sie 14 ist. Und ich dachte immer, wie schön es doch ist. Aber das war in einer anderen Zeit. Sowas gibt's gar nicht mehr. Wen kenne ich denn schon, seitdem ich 14 bin? Niemanden, den ich heiraten würde. Dachte ich. Aber plötzlich warst du wieder da. Mein Schatz, das Wiedersehen mit dir am Heiligabend hat mich wie ein Blitz getroffen. Seit dem Abend bist du neben mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und ich musste ständig an dich denken. Dein Aussehen hat mich so verzaubert. Du bist wunderschön, sexy, liebe und verständnisvoll und eine wahre Kämpferin. Jeder Tag mit dir ist wie ein Abenteuer, auch wenn wir manchmal nur Netflix-Serien schauen. Unglaublich, wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Wie du mir ganz neu beigebracht hast, was es heißt, geliebt zu werden. Genauso wie ich bin. Es ist ein Gefühl, welches ich vorher so nicht kannte. Und du hast mich einfach aus einem Loch gezogen. Ich liebe es mit dir, neue Orte zu erkunden. Ich liebe es, wie du mich immer wieder aus meiner Komfortzone herausholst. Und ich liebe es, wie du dich um andere kümmerst. Ich danke dir für die ganze Zeit, die wir schon miteinander gehen durften. Jeder Moment unserer Reise hat uns hierher gebracht. Du bist seit Jahren mein bester Freund. Bei dir darf ich sein, wer ich bin, und du bist mein Fels. So entwickelt sich das Bild von uns beiden, wie wir alt und faltig sind und irgendwann mit Händchen haltend durch die Straßen laufen werden. Genauso viel lachen wie heute und unseren Enkelkindern von unserer Geschichte erzählen. Ich bete und hoffe jeden Tag, dass wir ewig miteinander bleiben und Hand in Hand zusammen alt werden, sodass keiner von uns alleine sein muss. Ich liebe dich.